dann soll man es lassen, Leute. Dann soll man es lassen. Moin zusammen aus der Werkstatt des Altmetalls an diesem wunderschönen Mittwoch, Tüdelmittwoch. Und den wollen wir mal wieder ein bisschen tüdeliger machen. Letzte Woche Samstag war Gas. Ich finde, wir haben gut was geschafft. Da geht es auch weiter. Alles so ein bisschen im Schnellcut aus der Werkstatt. Meinem Leben als Schrauber. Ja, Teil habe ich noch nicht bestellt bei Mockparts. Hatte ich erzählt, wollte ich bestellen, habe ich noch nicht. Es ist noch nicht ganz klar definiert, welche Teile jetzt passen und welche nicht. Ich muss die Radbremszylinder noch bestellen. Ich muss eigentlich noch alles bestellen. Sollten aber die nächsten Tage eintreffen. Hoffe ich, wenn ich sie mal abschicke. Warenkorb ist gespeichert. Kann man machen, kann man mal wieder hinzufügen, wieder ein bisschen was rausnehmen, kann man ein bisschen gucken. Das funktioniert da sehr gut. Und wir machen jetzt hier im Alltag weiter. Diese Nummer hier wird auch wieder über ein paar Tage laufen. Ich nehme die Kamera immer wieder mal mit. Und keine Sorge, ihr habt noch nichts verpasst. Ihr habt nichts verpasst. Überall so ein bisschen wird es heute sein. Ein bisschen in kurz geschnitten auch. Na, wir müssen ja nicht jetzt jede Schraube nochmal durchgehen. Auch die Belege sind noch nicht gestrahlt. Das werde ich die Tage auch noch tun. Vielleicht werden wir sie dann auch schon lackiert sehen. Aber so eine Anbauten hier nehme ich jetzt mal runter, damit man auf eine blanke Achse guckt. Dann erzähle ich gefühlt seit Monaten, dass ich die Radnahmen brauche, um die Achse zu komplettieren. Die werde ich jetzt schleifen. Ich werde mich nochmal umziehen, weil nach dem Schleifen sieht man immer aus wie eine Sau. Besonders die Drähte, die immer durch die Gegend fliegen. Und dann kommt da Lack drauf, um die Bremsanlage zu komplettieren. Ja, das hier sieht alles ganz toll aus. Hier müssen noch die Wellendichtringe müssen hier noch rein. Das mache ich aber in einem Zug, wenn die Radnahmen fertig sind, weil durch die Verzahnung hier könnte der ganze Dreck da reinkommen. Deswegen lasse ich die noch so, wie sie sind und baue es um, wenn es nachher losgeht. Ja, und das hier immer wieder ein schöner Anblick. Ne? Leute, es geht zurück. So, am Rande, ich versuche jetzt mal dran zu denken beim Video. Ich habe mir neulich mein eigenes Video nochmal angeguckt, als ich Laila abgeholt habe. Ich versuche das hier nochmal irgendwo in die Ecke einzublenden. Oben rechts müsste es sein. Die Abholung von Laila im Juli 22, genau. Schaut da nochmal rein. 22 Minuten, hochmotiviert, als ich die Leiche gekauft habe. Kurz darauf beim Unimog-Treffen in meinen Brexen gewesen. Mit Aussage, mach du deine Spachtelkarre erstmal fertig. Und jetzt stehen wir hier vor einem eigentlich nahezu perfekten Rahmen. Es soll kein bisschen abgehoben klingen. Ich denke, das, was hier so gemacht wird, mehr geht bald nicht. Mehr geht bald nicht. Klar, kann man den Rahmen verzinken, man kann ihn mit vergolden lassen, man kann so vieles machen. Jedes Teil wird geschliffen, gestrahlt, erneuert, lackiert mit dem Lackaufbau, dreischichtig. Alles, was verschlissen ist, kommt neu. Das war alles nicht so geplant, Leute. Es war nicht geplant, als ich diesen Haufen gekauft habe. Es sollten nur ein paar Bleche gemacht werden. Da sollte nur ein bisschen aufgehübscht werden. Und jetzt guckt es euch an, komplett übertrieben. Ich bereue es nicht. Ich bereue es trotzdem nicht. Es macht immer noch Spaß. So, ich ziehe mich jetzt um, gehe raus, werde anfangen, die Radnahmen zu schleifen, zu putzen mit der Drahtbürste. Wenn ich richtig Bock habe, mache ich natürlich auch alle vier. Und auch die Trommeln müssen noch geschliffen werden. Die werde ich wahrscheinlich gleich mitmachen. Trommeln strahlen. Ist nicht so gut, ne? Das ist Guss, Stahlguss, Guss. Und vom Strahlen durch die thermische Struktur, die man da reinbringt, durch das Strahlen hat man natürlich auch irgendwo Thermik, das heißt Wärme, die man reinbringt, können sie reißen. Können, muss nicht, kann. Und dementsprechend mache ich sie halt einfach mit der Topfbürste fertig. Ich habe hier links und rechts drauf geschrieben, es ist total egal, wo die sitzen, aber die Achsen waren ja komplett und deswegen habe ich hier halt auch links und rechts drauf geschrieben. Wahrscheinlich werde ich hier eine Mutter raufdrehen und würde mir dann da irgendwelche Markierungen raufkloppen. Ein Punkt ist links, zwei Punkte sind rechts oder so.
Na, dann kommt die Radnarbe da, wo sie herkommt, auch wieder rein. Schleifaktion Nummer 1. Wie ihr seht, den Dreck fängt man auf mit so einer alten Maske. Ja, Werkzeug, 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 viel, viel Flex, Schleifen und Co. Und die Billigflex aus Fernost mit im Einsatz, genauso wie alle anderen auch, mit dem Drahtzopf. Ja, ich habe gesagt, also wer es noch nicht gesehen hat, hier oben, ne, Produkttest Makita versus Nachbau, die wird genauso rangenommen wie alle anderen auch. Ja, so, hier ist das Grobe runter, da werde ich gleich nochmal schön mit der Bürste bei. Aber heute ist ja Tüdelmittwoch. Und das wollen wir auch mal wieder so ein bisschen zeremonieren. So, Trommeln habe ich hier schon mal grob sauber. Die anderen Radnarben, da kommt gleich der Feinschliff. Ich gehe mich kurz umziehen, werde mir mal ein bisschen Wasser ins Gesicht schmeißen und dann weiter. Nur will ich ja die Radnarben mit Farbe benetzen und habe gerade überlegt, ja, machst du das mit dem Pinsel? Lackieren wäre irgendwie viel geiler. Ja, es ist ja Tüdelmittwoch. Ja. Da haben wir wieder was vorbereitet mit einem Stück Pappe. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Knöpfchen drücken, glücklich sein. Tja. Ich habe jetzt Holz eingegeben, 3 mm Holz, obwohl wir ja Pappe schneiden. Ich hoffe, dass die Kiste jetzt nicht anfängt zu brennen. Das Löschsystem habe ich noch nicht aktiviert. Da gibt es so eine CO2-Kapsel, die man damit einbaut. Aber auch das werden wir irgendwann noch mal sehen. Genau, und jetzt schneide ich mir eine Kontur aus Pappe. So einen Ring, der hier nachher genau reinpasst. Die Radbolzen klinke ich dann aus mit dem Locheisen. Ich kann es auch über ein Programm machen. Dann musst du halt hier den ganz normalen Lochkreis eingeben und dann schneidet er die auch aus. Ich mache das oldschool mit dem Locheisen rauflegen, anpressen, durchschlagen. Dann haben wir diesen Rand der Anlagefläche, wo die Felge dann anliegt, sauber vom Lack. Und oben drauf einen kleinen Deckel. Und dann kann ich von außen lackieren und dann wäre das vernünftig. Essen ist fertig. So. Voll gut, oder? So, komm her hier. Super sauberer Schnitt. Super sauber. Die kann man jetzt genau hier oben drauf positionieren. Da kommt ein kleines Gewicht drauf und ist das dicht. Und der Ring als Lochkreis wäre es geiler. Vielleicht muss ich mich da einfach mal in einer ruhigen Minute hinsetzen. Der kommt jetzt drauf. Da werde ich jetzt die Löcher, das werde ich jetzt ein bisschen mit dem Auge zentrieren. Drück das einmal runter, klopp die Löcher rein. Und dann habe ich eine Abdeckung zum Lackieren. Richtig gut, ey. Die astreine Pappabklebe-Abdeckvorrichtung zum Lackieren. Ja. Richtig gut. So, ein bisschen dicke Pappe genommen. Ja, das Ding wird lackiert, kurz antrocknen, Pappe runter, nächsten lackieren. Ja, die modern weiß ich auch noch nicht. Ich guck mal, was ich darüber stülpen könnte. Können wir noch Schrumpfschlauch nehmen, oder? Ja. Also irgendwas, was hier so gerade rüber passt. Ich guck mal, also Schrumpfschlauch in der Größe habe ich genug. Aus dem Schrumpfschlauch wurde jetzt normaler Schlauch. Den kann ich da einfach so rüberstülpen. Hauptsache, die Gewinde sind geschützt. Auf so einer alten Drehscheibe von einem schwedischen Kaufhaus. Ja, denk mal, von unten werde ich so wirklich pinseln. Von außen mache ich es jetzt noch ein bisschen sauber, werde es entfetten. Und dann werde ich nach und nach die Radnarben lackieren, sauber machen, sauber, sauber, sauber machen, aber es wird weniger, ne? Es wird weniger, ehrlich, also wenn die Bremse noch komplett fertig ist, den ganzen Kleinkram, das kann ich in der Kabine machen, das hier wird nicht gestrahlt, weil Onimog, hier darf man so nicht drauf rumstrahlen, nicht dran rumkratzen, gar nichts, das sitzt nachher im Lager drin, ne? Und die Flächen müssen heile bleiben. Hier ist Auflage von der Felge, da kommt halt auch keine Farbe rauf. Also muss man jetzt sich da durchbeißen und diese 4 Radnarben lackieren. Der Tag schreitet voran, aber die Teile wachsen. Radnarben sind lackiert und dadurch, dass der Ofen hier an ist, ist das auch ruckezucke trocken. Das Einzige, was ich nicht geschafft habe, sind die Trommeln.
Das habe ich jetzt nicht mehr gepackt. Aber die Radnaben sind fertig. Und ja, innen drin, ja, man sieht, dass es nicht genau symmetrisch ist, was aber vollkommen egal ist. Passte genau so eine alte Blechdose rein zum Lackieren. Und ja, Löcher habe ich sauber gemacht, da sind so eine Abflusslöcher drin. Die Narben, die greifen mir, glaube ich, hier genau in diese kleine Kante rein, dass das Wasser ablaufen kann. Und auf der Gegenseite sind so kleine Löcherchen hier drin. Das heißt, dass das Wasser immer abfließen kann. Ja, ach, kann ich die jetzt schon umdrehen? So, ne, hier lackiert, außen nicht. Sehr gut, hat ganz gut funktioniert. Hier einfach so ein Pappring, brauchst nichts abkleben. Immer umgesteckt. Jetzt habe ich schwarze Finger, das ist nicht so geil. Also ist immer eine Macke drin. Verdammt. Ja, ging ruckzuck. Ne? Das Ding hier tüdelt auch schon wieder so vor sich her. Die Ecke kann ich jetzt auch mal wieder aufräumen. Die Kartons werden immer weniger. Also der Inhalt davon. Und ja, jetzt werden wir noch ein bisschen entspannen hier. Wow, Feierabend, glaube ich. Ja, heute ist Feierabend. Wollen dann noch die nächsten Tage noch ein bisschen weiter tüdeln. Und ich bin froh, wenn der Dreck irgendwann weniger wird. Ne? Also die letzten Teile dann nachher noch strahlen. Ach, da kommt noch einiges, da kommt noch Lenksäule und dies und das und jenes. Und deswegen fange ich mit dem Aufbau an. Ne? Kabine, Pritsche, das eine ist zum Lackieren, das andere steht grundiert draußen. Klar, müssen wir die Pritsche irgendwann noch bauen. Und jetzt kann man nach und nach untenrum fertig machen. Jetzt noch die Radnaben. Getriebe, so schlecht sieht es gar nicht aus. Auch vom Lack nicht, das kaum rost nichts. Der Motor nachher macht wieder ein bisschen Bock. Ne? Also richtig Bock. Ich hole euch mal kurz ein bisschen nach oben hier, glaube ich. Boah, besser. Ja, Motor noch. Das macht dann wieder ein bisschen Spaß, weil es dann auch wenig Gammel ist. Aber diese extrem gammeligen Teile, ne? Hier sowas hier, hier diese Scheiben von den Radnaben, die müssen noch geschliffen werden. Ah, diese ganzen Schrauben hier, ne, das ist halt alles dreckig, alles gammelig, alles fettig. Und das wird jetzt immer weniger. Und die Finger sind den ganzen Tag schwarz, ne? Das ist so. Ja. Schön. Letzten Tage gut was geschafft. Wellendichtringe können vorne rein. Ich habe gerade mal geguckt, das sind 100, 90, 120, 13. Ne? Das sind diese ganz normalen Wellendichtringe. Innen drin ist noch diese, ja, die Dichtlippe. Und da gibt es teilweise ein viertes Maß bei den Wellendichtringen. Ne? Also 90 ist innen drin das Maß, das Innenmaß. 120 ist Außenmaß. 13 ist die Dicke von dem Dichtring. Und dann gibt es bei manchen noch das vierte Maß, zum Beispiel 9. Und dann ist die Dichtlippe 9 mm von der Außenkante weg. So, und wenn man jetzt ein Originalteil hat, das hier wird wahrscheinlich auch kein Originaler mehr sein. Den haben sie schon mal irgendwann gemacht. Der ist auch ganz schön zerkloppt, doch das sieht noch original aus. Das ist noch einer von den alten Bezeichnungen her. Was ist das für einer? Naja, wenn man jetzt eine eingelaufene Radnabe hat und man nimmt jetzt irgendeinen, wo das vierte Maß anders ist als beim Original, hat man wieder eine neue Dichtfläche. So kann man sich mal hinretten. Und es kommt öfters die Frage, wo bestellst du deine Teile? Das kommt regelmäßig. Ich war jetzt einfach hier ganz normal bei eBay drin. Ne, da hat man ja auch ein Konto. Und habe jetzt einfach oben 90, 120, 13 eingegeben. Und jetzt seht ihr hier den Wellendichtring für 28,81. Da muss man jetzt einfach mal ein bisschen runter gucken. Da kommt man zu so einem Händler, da geht man rauf. Und dann kostet ein Wellendichtring in 90, 120, 13 BASL 3,65. Ja. So, da muss man mal ein bisschen gucken, wo man was herkriegt. Die einen sind von FAG, die anderen sind von... Im Endeffekt ist das ein schwarzer Gummiring, ne? Also mit Metallkern. Er soll einfach nur dichten. Mehr soll er nicht machen. Wenn ihr sowas macht, ne, die Dinger sind recht günstig. Unimog 4.6 waren recht teuer. Ich habe die Maße gerade nicht im Kopf. Das sind ja 140 mal 165, glaube ich. 165 außen, 140 innen. Die alten haben, glaube ich, ein 100,
35er Maße oder so. Muss man dann gucken. Die habe ich bestellt. Die waren recht teuer. Die Dinger hier, die kosten halt kein Geld. Bestellt immer einen mehr mit. Ja, ein kloppt der eh immer kaputt. Ja, der kriegt dann eine Macke. So, und wenn er hier schon einen wegkriegt, dann könnt ihr ihn wieder rausnehmen. Dann wird niemals dicht. Na, schön. Die Dichtringe, nein, nicht die Dichtringe, die Sicherungsringe. Das sind hier die Sicherungsringe für die Schrauben. Ja, ich habe ja noch einen neuen, hat mir damals der Gerio mitgeschickt. Die anderen sind alle ganz schön fertig, die sind natürlich gerade gekloppt. Bestell mir neue mit. Die alten, das macht keinen Sinn, die sehen dann so aus. Ne? Das ist nicht schön. Und die lackiere ich auch noch nicht, gar nichts. Also die mache ich sauber, schleife das. Nachher mit dem Schraubendreher muss man hier eh rein, um die hochzuklappen. Und dann wird das abgeklebt. Und dann wird das angenebelt. Und dann ist das schön. Ja, heute ist Feierabend. Achso, das Rohr ist noch fertig. Kriegen wir das so hin? Ach, Moment. So, und weg. Da ist das Rohr. Seht ihr es? Da. Ja, hängt immer noch im Schraubstock drin. Ist grundiert. So. Wird die Tage lackiert. Dann kann ich es wegpacken. Das ist dann auch fertig. Lackiert. Neu gelagert, neu gedichtet. Was heißt neu gedichtet? Ich habe den alten Ring wieder reingekloppt, diesen Ölring. Und in dem Teil, wo wir es gemacht haben, letzte Woche Samstag, habe ich ja erzählt, geschlossene Lager wegen Ölkreislauf und so hin und her. Jedes, das Ding wird ja vom Getriebe geölt. Es ist ja von unten auf und es kriegt ja immer Schleuderöl. Ne? Dennoch, wenn man es nicht benutzt, oben sind die Lager immer trocken, kriegen immer eine Rostspur, sind sie kaputt. Das ist schon gut so, wie es ist. Ja, für heute bin ich weg. Wir sehen uns noch am Blende mit weiterem Getüdel an diesem wunderschönen Mittwoch. Guten Morgen zurück. Oh, hier, Gerhard. Gerhard muss bald in die Werkstatt. Bald. Das Wetter ist trist, es ist nass. Gestern hatten wir 2 Grad minus, heute haben wir wieder 8, 9 Grad plus. Ja, keine schöne Jahreszeit, ne? Aber es ist ja bald Weihnachten. Oh, da ist er schon wieder hier, Gerhard. Und da wir gerade so schön hier flauschig im Garten rumlaufen, möchte ich mal zeigen, was Vadern die letzte Zeit gemacht hat. Richtig Gas gegeben. Wir haben hier nun mal wirklich ein Wildschweinproblem. Ne? Wir haben echt ein Wildschweinproblem. Und Felder sind jetzt gemäht. Ja, wenn nichts drauf ist, ist auch kein Schwein da, weil gibt da nichts zu holen. Wir haben da hinten so eine große Eiche. Ja, da wühlen die mal drum rum, ne? Da gibt es ja mal ganz leckere Eicheln. Und Zuckerrüben haben sie auch irgendwie gelernt, hier keine Zuckerrüben mehr hinzuknallen, weil dann schieben die da hinten Löcher rein, da kannst du ein Auto drin parken. So, nun wird ja hier ein Zaun gemacht, was die Schweine schon mal abhält von vorne. Und ja, da jetzt ein Elektrozaun rumgezimmert, komplett. Ne? Hier richtig schön alles beschriftet, damit man weiß, was hier Fakt ist. Nicht irgendwelche Kunststoffstöckchen, nein. Hat sich die Mühe gemacht und hat die ganzen Pfähle hier eingesetzt. Hier richtig schön mit Eckverbindern. Ja, da hat Vater Gas gegeben. Ne? Hier ist ein bisschen Durchfahrt, hier sind diese Federgriffe. Damit ich hier Gerhard rein und raus kriege und an den Anhänger komme. Und so wurde jetzt hier das Grundstück komplett mit dem Zaun umzogen. Ja. Die alte Schubkarre hier, die hat schon bessere Zeiten gesehen. Ne? Die hat schon ein paar Schüsse abgekriegt. Ja, so und so geht der Zaun hier komplett lang. Ja, hier liegen ja noch ganzen Bretter und Bohlen. Ein bisschen abgedeckt für den Winter schon. Hier Kanthölzer, die haben wir sägen lassen. Vom Simon. Hier gehen wir ganz knapp an der Holzbank vorbei. Na, dass wir da jetzt ein bisschen auf dem Grundstück bleiben. Na, hier Holz, Holz, Holz. Holz ist immer gut. Und so gehen wir hier mit dem Zaun einmal komplett ums Grundstück. So. Ein Atlasbagger haben wir mit Absicht nicht eingetüdelt. So bleibt er nämlich frei, weil die Wildschweine immer alles sauber halten. Und auch dieser Weg hier oben, ne, da macht er gerade schon wieder alles glatt, dass wir hier wieder diese Zufahrt haben nach oben zum Anhänger, zum anderen Holzplatz. Ja, ohne dem geht es nicht. Haben
4200 Volt auf der Ladung drauf. Haben wir gemessen, auch hier ist wieder Durchfahrt. Ne? Überall, wo man durchfahren muss, kann, will, ist Durchfahrt. Ja, so ist es. Schön. Anhänger wird dieser wahrscheinlich noch beschriftet. Hier will ich mein Logo drauf haben. Der Kleine kommt bald rein. Die Felgen sind auch noch nicht gestrichen. Ne? Außer die eine. Noch keine große Lust gehabt. Ja, da muss ich auch bei. Und was ich jetzt machen werde, auch da habe ich überhaupt gar keine Lust drauf. Und jedes Jahr die gleiche Scheiße wieder. Räder wechseln. Sommerreifen runter, Winterreifen rauf. Es wird Zeit, es wird immer kälter. Ah, ja, ich bin überlegen, da Allwetterreifen drauf zu stecken. Und dann werde ich die mal umziehen. Ja, Stunde Arbeit. Gut, Bremse brauchen wir nicht angucken. Bremse ist neu. Ganz dunkel hier. So. Und dann ja, ist das auch erledigt für den Winter. Ne? Die nächsten Monate. Der Winter kommt mit großen Schritten. Gestern Abend haben wir hier ja aufgehört in der Werkstatt mit den Radnarben. Die sind jetzt auch durchgetrocknet. Ich habe hier die 4 Schrauben hingelegt. Die möchte ich nachher noch schleifen und reinigen, dass wir diesen ganzen Dreck da rauskriegen. Die Scheiben vorne, die werde ich nachher noch putzen. Die will ich auch nicht strahlen. Die mache ich schön sauber. Schleife die ein bisschen. Und achso, hier am Rande, wenn einer was sagt, ja, ist ungesund, fangt da bloß nicht mit an. Für die jüngere Generation, das ist der zum Müll. Genau, die mache ich sauber. Die habe ich jetzt neu bestellt. Ich habe noch 4 Wellendichtringe bestellt und gestern Abend noch für 650 Euro bei Mogparts bestellt. 650 Taler, ey. Ich glaube, das passt alles im Schuhkarton. Es sind nur Dichtungen, Kleinkram, Buchsen. Wo ich gespannt bin, das ist ja hier feste Ackerschiene, ne? Die Buchse kostet 60 Euro. 60. Ich glaube aber vom Maß sind das die gleichen wie die Stabi-Lenker-Geräte-Dingsbums. Das müssten eigentlich die gleichen sein, denn der Halter hat auch nur eine 12er Schraube drin. Ja, ich habe jetzt hier neue bestellt. Hier müssen neue noch rein. Ne, die sind nämlich auch ganz schön fertig. Und dann presse ich den Halter noch mit um, neue Buchse rein, dann kann das Ding lackiert werden. Ja, noch gut was zu tun heute. Ich werde jetzt meine Winterreifen rauskramen. Die liegen in meiner letzten Ecke. In der letzten Ecke. Und dann bin ich gleich wieder da an diesem wunderschönen Tüdelmittwoch. So, guck, wie er vom Band gekommen ist. Das sind die Originalfelgen in 19 Zoll. Ja, Winterreifen drauf. Jetzt kann der Schnee kommen. Oder auch nicht. Meinetwegen nicht. Ich brauch's nicht. Oh, zartes Reh. Sehr gut. Der Kodiak, genau, ist ja nun mal kein Autokanal hier, sondern die Werkstatt des Altmetalls. Und der Kodiak ist mal nicht wirklich alt. Und ich weiß noch, wo ich den damals gekauft habe. Bestellt habe ich ihn 21 im Juli, Hochburg Corona. Da haben sie alle gesagt, Alter, bist du vollkommen bescheuert, sich ein neues Auto zu kaufen. Das war eine ganz weise Entscheidung. Eine ganz weise Entscheidung. Der Kodiak ist so wertstabil, das ist gut. Und der neue ist halt pottenhässlich, ne? Der neue ist so hässlich. Junge, Junge, Junge. Technisch wohl viel besser, aber optisch spricht er mich überhaupt nicht an. Ja, würde ich so wieder kaufen, die Karre. War schon überlegt, da mal irgendwie mal ein Video zu machen, so Erfahrungsbericht, 80.000 Kilometer im Kodiak. Ich fahre den jetzt 3,5 Jahre, geht gute 80 auf die Uhr, irgendwie 82 hat er jetzt runter. Außer Service, gut, eine Glückherze war kaputt, war ein Garantiefall und Bremse. Tanken fahren, tanken fahren, tanken fahren. Ein richtig schönes Auto. Ne, bin ich von überzeugt. Echt überzeugt. So. Weitermachen. Wenn wir schon mal hier sind, die gebürsteten und klarlacklackierten Aluteile vom Dieselfilter. Richtig gut. Ne? So Klarlack bringt noch so ein bisschen Tiefenglanz rein. Also ein bisschen. Und der sitzt ja, hier müsste der sitzen an der Bohrung. Ja, da kommt er hin. Der Rest geht in der Galvanik. Die ist auch noch nicht weggeschickt. Ich bin mir noch nicht so ganz einig und schlüssig, was noch alles weg muss. Vielleicht diese Hebelage hier, das weiß ich noch nicht. Da werde ich erst sehen, wenn die Teile von Mogparts kommen,
werden wir wahrscheinlich noch in dieser Folge sehen. Wir haben aktuell etwas Zeit und Vorlauf vom Video, ein paar Tage. Bis dahin sollte die Post noch nicht da sein. Also 2 Tage haben sie noch Zeit. Wenn es da ist, dann können wir uns die Teile noch angucken. 650 Euro, Alter. Für nichts, Leute, für nichts. Da ist nichts bei, wo man sagt, das haut jetzt so richtig was raus. Okay, Handbremsseile 2 Stück und die Differentialsperre, das Seil, waren über 300 Euro. Aber die anderen 350 Euro für nichts, Alter. Wirklich für nichts. Ja, so, kurz Tisch blank machen. Ich hole mir noch einen Kaffee und dann werde ich Teile putzen. Das liegt heute noch auf dem Plan, dass ich die Teile geputzt bekomme. Und auch die Schrauben hier, die werde ich ein bisschen entfetten, ein bisschen putzen. Ich weiß auch gar nicht, warum die so eine harten Macken haben. Also, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Auch wenn es mal auseinander war, da geht doch nicht so hart einer mit einem Brenner oder mit einer Flex ran, oder? Sehen die alle so aus? Hier, Unimog-Fahrer? So, die sind auch fresh. Gewinde sehen alle gut aus, alle sauber. Aber der 6 kann, ne? Also, einer war richtig schlimm, der hier, Leute. Warum ist das so? Wurden die damals so hingeschmiedet? Also das, krass. Ja, sind alte Teile, sehr alte Teile, klar. Aber warum ist der 6-Kern so zermackelt? Oder wurden die damals noch wirklich in Position geschmiedet, um sie dann zu drehen? Keine Ahnung. Ja, so, warten auf Teile. Tischlein deck dich, da bin ich kurz zurück. Und hier liegen Waren für fast 1000 Euro. Und ich bin schockiert, ich bin entsetzt. Ich bin wirklich enttäuscht, muss ich sagen. Ja, wir fangen mal vorne an der Ecke an. Meine Bremsbelagträger der Hinterachse für die Handbremse sind gestrahlt und grundiert. Auch bei der Vorderachse wurde ja gesagt, die lackiert man nicht, denn die Farbe, die kann aufkochen und ähnliches. Dann können sich das in die Belege reinziehen und ähnliches. Die hier sind auch nur mit der Spraydose grundiert und werden auch nur mit der Spraydose lackiert. Das ist da drüben im Karton, machen wir gleich auf. Aber sie sind sauber, sie sind grundiert. Muss man keine Doktorarbeit draus machen. Da kommt jetzt Farbe drauf und ist das schick. Vor einiger Zeit habe ich mal so eine komischen Lackierdinger gekauft. Auch die gleich werde ich gleich mal nutzen. Ich möchte nämlich heute noch kurz Farbe raufziehen, damit ich sie bald belegen kann. So, dieses kleine Ärmchen habe ich auch gestrahlt, habe schon mal schwarz lackiert. Das ist Handbremstechnik und der Umlenkhebel. Die Teile von Mockparts sind da und ja, sie passen. Also der hier kostet bei 20 Euro, glaube ich. Der originale, der hier reinkommt, kostet bei 60. Ist der gleiche Durchmesser, auch hier Schraubendurchmesser, das ist alles identisch. Warum das eine so viel teurer ist, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Na, den werde ich jetzt reinpressen mit Schraubstock, dann wird das Ding auch schwarz lackiert und fertig. Haben wir gesehen, ist geputzt, lackiert, geputzt, fertig. Hier liegen schon mal ein paar Dichtungen, die ich mitbestellt habe fürs Getriebe. Das ist Seitendeckel und Deckel unten. Die Dinger sind ja hier verschlissen, habe ich auch neu bestellt. Das sind diese hier, eine Sicherungsbleche, Stücken 5er. Das sind hier die Sicherungsbleche für die Getriebeflansche, die wir ziehen werden. Das sind die Dichtringe fürs Getriebe, für die Antriebsflansche, die rausgehen. Weiß und Rot. Bei Mockparts sind die Farben wohl vertauscht. Die haben eine genaue Bezeichnung, wo welcher da hinkommt, weil die so eine Art Torsionsrichtung haben. Die haben eine Drehrichtung, wenn man die einbaut, dass das Öl hinten bleibt, wie so eine Art Schnecke wohl. Und diesen Vertausch, da muss ich mal gucken, ob Rot vorne oder hinten hinkommt und Weiß. Das werde ich sehen. Ne, auch hier 40 Euro das Stück, das sind schon mal 80 Euro. 20 Anschlüsse, das ist mit das Billigste. Ein bisschen hier Tüdelü, Schnippi, Schnappi, ein paar Dichtungen. Ah, Hohlschrauben für die Bremse, die gehen natürlich mit in die Galvanik, die bleiben nicht so. 2 Bremsschläuche für vorne, auch die habe ich beim Mockparts bestellt. Ja, liegen auch bei 20 Euro das Stück. Neue Buchsen für die Querlenker, dass wir da auch neue reinkriegen. Und die Handbremsseile. Ja, hier liegt noch
das für die Sperre rum, das sind die Handbremsseile, Stück 100 Euro, ne? Stück 100 Euro und natürlich werden sie nicht in Deutschland gefertigt, dem bin ich mir schon bewusst. Alter, wenn ich mir das hier angucke, ne? So, kriegen wir es mal ein bisschen scharf. Guckt euch das mal an. Oder hier. Da ist doch nichts, was irgendwie hält. Wahnsinn, ey. Also das schockt mich, ehrlich. Also das ist 200 Euro, Leute. 200 Euro, das ist richtig viel Geld. Ja, klar, es ist gummiert, es wird funktionieren, aber das, ne? Boah. Ja, und es sind natürlich halt Platten übereinander geschweißt, original. Waren da so ein bisschen Konturen drin. Okay, dass man das jetzt nicht so genau nachbaut. Das sind wahrscheinlich Gussteile, also ne, die gegossen wurden. Dass man das nicht macht, okay, aber ich sag mal, die Schweißnaht, ne? Das schockiert mich wirklich. Bremsen-Bördelgerät von KS Tools habe ich bestellt. 209 Euro bei Amazon. Die Erfahrungen sollen sehr gut sein. Auch das packe ich in diese Empfehlungsliste mit rein von Amazon. Da ist nicht wirklich schön geführt, das muss ich sagen. Aber da sind so Sachen drin, die man selber halt benutzt. Das werde ich testen, ob das gut funktioniert. Ich meine, 6 mm Leitung ist halt mit Doppelbördel, das ist schon, da brauchst du Druck. Und das hier, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Herzstück. Das ist Öl unterstützt, also eine Hydraulik, dass man da mehr Kraft drauf kriegt. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. 209 Euro, Leute. Aber eigenes Material haben ist besser als Leihen, auch wenn Leihen einfach ist. Bei 3 Unimox auf dem Hof, Oldtimer und ein Ami, macht das, glaube ich, Sinn. Wir haben schon oft genug geflucht über billiges Bördelwerkzeug. Es funktioniert nicht. Deswegen habe ich gesagt, komm, Alter, kaufst du einmal vernünftiges. Und gut. Also, Drehscheibe hier, IKEA Linsky. Die gute alte Holzscheibe hat damals mal 5 Euro gekostet. Ich habe keine Ahnung, was sie jetzt kostet. Die werden wir dann mal kurz raufbringen und schon mal ein bisschen vor der Heizung stellen. Es ist echt kalt und ich muss auch gleich wieder los. Also heute ist der 3. Tag von diesem Vlog und morgen wird es der 4. sein. Wenn man Teile nämlich hier einfach so rauflegt und man lackiert sie und nimmt sie hoch, dann klebt hier alles andere dran, weil man natürlich die untere Kante mit anlackiert. Und da gibt es hier so eine Plastikteile. Ja, natürlich ist das Kunststoff, aber es ist ja kein Einweg. Man kann es ja ganz oft und ganz lange nutzen und somit ist das natürlich wieder nachhaltig. So, das sind einfach nur so eine kleine Dreiecke. Du kannst es nehmen, packst hier so hin. Ich hoffe, dass es so funktioniert, wie ich mir es denke. Und dann kann man die hier positionieren. Wir haben ganz kleine Auflageflächen durch diese Spitze und kommen nach oben und dann können sie jetzt schon mal lackieren. Und wenn es dann trocken ist, drehen wir es um und lackieren einfach die andere Seite. Die wärme ich jetzt ein bisschen vor, hier mit dem alten Rüssel. Da kommt richtig schön warme Luft raus. Dass sie ein bisschen Grundwärme kriegen, damit der Lack gleich ein bisschen hält. Und in der Zeit hole ich hier schon mal die Spraydosen raus. Natürlich auch von Amazonien, klar. Das ist ein Laden, da kriegst du die Farbe einfach, die kannst du kaufen. Das soll so sein. 3007 schwarz-rot. Da muss ich nochmal kontrollieren, ob das wirklich schwarz ist. Also der Deckel, der wird wahrscheinlich nicht passen. Ne? Die mischen ja selber an. Ja, die stelle ich jetzt ein bisschen mit vorer Heizung, damit auch die Dose ein bisschen warm wird. Schön. Die können jetzt trocknen. Und wir sehen uns nach der Blende morgen wieder. Moin zurück, der Abschluss vom heutigen Video gleich. Die Teile sind fertig, habe ich lackiert, sind trocken, liegen jetzt hier schön, kann jetzt die Bremsbeläge aufnieten. Wellendichtringe sind gekommen für die Radportale vom Unimog, das ist schön. Dann kann ich jetzt die Radnaben einbauen, irgendwann, wenn ich Spaß dran habe. Und der hintere Halter von der Ackerschiene ist lackiert, da habe ich jetzt hier die Buchse eingepresst. Es sind die gleichen. Ne? Ich weiß nicht, warum der andere 60 Euro kostet, vielleicht gibt es ja irgendwelche Veränderungen. Es ist eine 12er Schraube, die dadurch geht. Mehr ist nicht. Der Rest ist gleich. Ne? Die Dinger kosten 20, die andere 60. Ich habe keine Ahnung. Es ist das gleiche Teil. Aber ich habe ja mal eine Nacht drüber geschlafen. Über diese wunderschönen Handbremsseile. Ne? Ja, da habe ich jetzt
ich habe es mal wirken lassen. So, wo ich es bekommen habe, wo ich es vorgestellt habe, gestern, also vor der Blende, okay, Enttäuschung pur, ne? Enttäuschung pur. So, jetzt lasse ich das hier nochmal auf mich wirken. Ich habe es in meinem WhatsApp-Status gehabt und die Reaktionen sind eigentlich genau die gleichen, die ich auch habe. Ja, was soll ich sagen? Wir reden hier von einer Nische. Das hier ist ein Nischenprodukt. Das sind 70 Jahre alte Karren. Und es gibt einige Leute, die kümmern sich wirklich darum, dass alte Teile neu auferlegt werden. Ob das die Decker, die Reifen sind, die ich hier drauf habe. Das ist Nachbau. Die gibt es schon seit 1000 Jahren nicht mehr. Und ein paar Menschen aus einer, ja, vom Unimog Veteranenclub haben sich damals zusammengesetzt und haben gesagt, pass auf, wir brauchen diese Reifen und haben zusammen mit Decker diese Reifen entwickelt. Die kosten 500 Euro. Ja, es ist okay, aber sie sehen halt aus wie ein originales. Vom Durchmesser, glaube ich, 2 cm kleiner. Ist auch egal, es ist Originalprofil. Leute, das hier, ne? Das ist die komplette Frechheit. Das ist die komplette Frechheit, wirklich. Wir reden von 105 Euro, das Stück. Das sind 210 Euro, die ich hier in der Hand habe. Da geht ein normaler Durchschnittsbürger in Deutschland 2 Tage netto für arbeiten. Ja, dafür stellt er im Regelfall 16 Stunden sich, sein Körper und sein Wissen und seine Fähigkeiten und seine Manpower oder Frauenpower zur Verfügung und hat dann unterm Strich netto, nach 2 Arbeitstagen bekommt er das hier, das. Ich weiß noch nicht, was ich mache. Also so baue ich diesen Scheiß hier nicht ein. Das ist auch vollkommen egal, von welcher Firma es kommt, weil die Dinger sehen alle rotze aus. Andere nehmen 159 Euro für so ein Seil. So, dann zieht man sich die Bilder größer und dann sind diese Platten 2x angeheftet. Da muss man nicht schweißen für können. Das sind 99% Schlackeanteil. Diese 3 mm halten das Röhrchen an der Platte. Das ist nichts. Das ist gar nichts. Wahnsinn. Ja, das hat auch nichts mit kleinlich zu tun. Wisst ihr, es gibt immer so eine Definition. Ne? Ich bin kein geiziger Mensch. Also wer sowas hier macht und solch ein Fahrzeug aufbaut, der darf nicht geizig sein. Dem muss das egal sein, zu sagen, ich stecke in solch ein Fahrzeug sehr viel Geld. Und das hat nichts damit zu tun, wie viel Geld verdiene ich. Es ist immer nur eine Definition von Zeit. Wie viel Geld kann ich bereitstellen im Monat, um etwas zu restaurieren, aufzubauen, mir selber zu bauen, mein Hobby zu finanzieren. Na? So, der eine hat Summe X, der braucht 5 Jahre, der andere braucht 3 Jahre. Und ein anderer, der sehr viel Geld hat, der macht es vielleicht in einem Jahr, weil ihm das egal ist. Ja, und dann setzt du auf Qualität, auf Perfektionismus und dann kriegst du sowas nach Hause geschickt, ne? 320 Euro, 640 Mark. Nee, da bin ich zu geizig für. Ich habe mit der Chromfabrik geschrieben. Also Leute, was kann ich da machen? Das baue ich so nicht ein. Sag ich, kann ich die ausschleifen, nachschweißen, schicke ich wieder zu. Nee, kannst du machen, das Gummi ist alles gut, können wir so eine Galvanik nicht schmeißen. Aber es kann doch nicht sein, dass ich ein Teil kaufe, was man nicht verbauen kann. Leute, das sind Handbremsseile. Und wenn da nur 5% von dieser Naht halten, weil der Rest einfach nur Scheiße ist, ne? Und die reißt so ein Halter ab nach 2 Jahren, Vibrationen, Wettereinschlüsse. Einflüsse, keine Einschlüsse. Einschlüsse haben wir hier. Das sind Einschlüsse. Ja? Und das nicht zu knapp. Ja? Da zieht das Wasser rein, dann fängt das an zu gammeln. Irgendwann ist die Platte ab. Dann braucht er an diesem Handbremsseil nicht mehr zu ziehen, weil es gibt ja keine Führung mehr. Wow. Ich werde jetzt erstmal eine E-Mail hinschicken. So, werde das jetzt erstmal reklamieren. Ja, meine sind nämlich durchgeschliffen. Hier ist die Ummantelung ist kaputt. Hier, kannst du aufmachen. Das muss alles mal ab. Wahrscheinlich ist der ganze Bereich kaputt. Man kann da Isoband rumwickeln. Das ist aber auch nicht die Lösung. Man kann da einen Polyamidschlauch rüberschieben. Man kann eigentlich so vieles. Aber das hier, ich kriege die nicht auseinander.
Ja, die sind darauf gepresst. Und da muss ich mal gucken, was jetzt so der Plan sein wird. Da werde ich mal die Foren durchwühlen, ob es dann vernünftiges Mittel gibt zum Ummanteln. Dann würde ich meine eigenen in die Galvanik checken und würde meine aufbereiten. Auch wenn die hier vorne, ich sag mal, diese Manschetten hier, das kannst du alles retten. Ne? Da kommen hier die Schellen, die kommen runter. Die Gewinde, die werden nachgeschnitten. Und dann kommt eine neue. Ja, hier so eine alte Manschette wieder rüber und das ist halt schön. Kann man alles machen. Diese werde ich nicht einbauen. Und selbst wenn ich sie jetzt zurückschicke und sage, hier, Herr, sowieso, damit bin ich nicht zufrieden, hast du was Besseres? Und er schickt mir welche, wo die Schlacke 50% hält. Ja, dann kann ich mich freuen. Dann kriegt den Schrott jemand anderes. Ja, da habe ich vielleicht was von. Aber ich mache das hier nicht und sabbel mir den ganzen Tag hier das Maul fusselig und erkläre hier alles haarfein, damit ich einen Vorteil erhasche und die anderen nicht. Das hier, auch diese Aufruhr, Leute, versuche ich für alle zu tun. Ja, auch wenn es jetzt wieder die 3% sind, so, gefällt mir nicht, doof, was richtet er sich auf? Nein, nein. Wir müssen, die Qualität muss wieder nach oben gezogen werden für solche Fahrzeuge. Oder man darf es nicht ins Programm nehmen. Das ist meine Meinung. Ich hoffe, es ist meine Meinung. Ich hoffe, ich treffe hier auf Verständnis. Schluck Kaffee und es ist wieder gut. Alles besser. Wie gesagt, Schlachtplan habe ich noch nicht. Das bleibt jetzt erstmal so liegen. Für heute ist das Video beendet, glaube ich. Es ist A, lang genug und B, habe ich mich da schon wieder so aufgeregt, in diesem Video jetzt in den vernünftigen Flow zu kommen. Ich glaube, das wird nichts. Ja. Das muss doch einfach mal raus. Ja, schön. Es geht voran. Die Teile werden sauberer, sie werden lackierter, sie werden glänzender, der Rahmen ist eingestaubt. Schön. Ich bin noch guter Dinge, dass das alles dieses Jahr zu so einem Roland-Chassis noch wird. Da bin ich echt guter Dinge. Teile werden mehr, wie gesagt, Galvanik muss ich zusammenpacken, aber die sind gerade auf der SEMA. Die sind gerade in Las Vegas auf der Messe. Ja, mein Neid habt ihr. Die SEMA ist für mich die geilste Messe auf Erden, glaube ich. Da würde ich noch mal gerne hinwollen. Ja. Die SEMA, also was du da nicht siehst, gibt es nicht auf diesem Planeten, glaube ich. Ganz wilde Nummer. Ganz wilde Nummer. Mit der Nummer melde ich mich heute ab. Wir sehen uns am Samstag. Wahrscheinlich wird es lückenlos von hier weitergehen. Vielleicht bauen wir Radnaben ein. Das Getriebe will ich eigentlich rausholen. Das soll auf den Tisch. Das möchte ich mit dem Motorkran auf den Tisch packen. Dann habe ich es da liegen. Kann die Radflansche machen. Apro Radflansche. Ja, werden wir sehen, wenn es losgeht. Werkzeug habe ich da. In dem Sinne, Leute, bin ich heute weg. Bis Samstag. Ciao.